Wenn ein Fußballclub absteigt, weil er nicht gut ist, dann ist das einsichtig. Wenn er allerdings absteigt, weil er einen kleinen Formfehler gemacht hat, dann gehen solche Fälle regelmäßig bis zum Bundesgerichtshof. So auch beim SV Wilhelmshaven. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und das Jahr 2012, das verlief leider nicht sonderlich gut für den Fußballverein SV Wilhelmshaven. Die Wilhelmshavener sind nämlich Mitglied im Norddeutschen Fußballverband und sie wurden zum Zwangsabstieg aus der vierten Liga gedrängt. Was war geschehen? Die Mitglieder des SV Wilhelmshaven bzw. der Verein hatte einen argentinischen Spieler. Und jetzt gibt es FIFA-Statuten, nach denen man Ausbildungsentschädigungen zahlen muss an den ausbildenden Verein in Argentinien, der diesen Verein ausgebildet und offenbar nicht übernommen hat. Wie dem auch sei, dieses Regularium war dem SV Wilhelmshaven nicht bekannt, weil es auch nicht in der Satzung des Norddeutschen Fußballverbandes stand. Und dieser Satzung hatte sich ja der SV Wilhelmshaven unterworfen. Jetzt sagten die Wilhelmshavener, das ist ja eine Unverschämtheit. Ich muss doch wissen, woran ich mich halten soll. Und wenn es in der Satzung vom Norddeutschen Fußballverband nicht drin steht, dann wusste ich doch gar nicht, dass ich hier irgendwelche Ausbildungsentschädigungen an irgendwelche Clubs in Argentinien noch zahlen muss. Und das ging dann durch verschiedenste Instanzen mit unterschiedlichem Ausgang. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof dazu ein Machtwort gesprochen und er hat gesagt, ja, das stimmt. Es kann zwar sein, dass in den FIFA-Regeln eine Disziplinarstrafe geregelt worden ist für den Fall, dass jemand einen Formfehler macht, wie diese Ausbildungsentschädigung, aber dann muss in den dazugehörigen Verbänden, hier zum Beispiel im Norddeutschen Fußballverband, überhaupt erstmal geregelt sein, dass man eine solche Ausbildungsentschädigung zahlen muss. Die ist aber hier nur in den DFB-Satzungen und in den FIFA-Satzungen verankert, nicht aber in der Satzung des Norddeutschen Fußballverbandes. Und insofern musste hier die Disziplinarstrafe vom SV Wilhelmshaven auch nicht hingenommen werden. Ziemlich krass also. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, der Zwangsabstieg war damit illegal. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie geht es nun weiter? Mittlerweile steckt der SV Wilhelmshaven in der siebten Liga und er möchte zurückversetzt werden in die vierte Liga wieder rauf, weil man sagt, naja, dieser ganze Absturz ist ja nur gekommen, weil wir von der vierten Liga zwangsabgestiegen sind durch diese Disziplinarstrafe, die war illegal. Und insofern müssen wir doch jetzt wieder rauf, denn das ist doch hier alles zu Unrecht erfolgt. Im Übrigen sind uns mehrere tausend Euro hohe Schäden entstanden, weil wir eben gute Spieler auch verloren haben, dadurch, dass wir jetzt in einer niedrigeren Liga spielen. Also ein riesen Kuddelmuddel, was da ausgelöst worden ist durch diese Strafen der FIFA. Aber der Bundesgerichtshof hat ein Machtwort entschieden und gesagt, solange in den zuständigen Verbandssatzungen keine Regelungen sind, muss man sich auch an die FIFA-Regularien als kleiner unterstehender Verein, auch wenn die Rangfolge da eins nach dem anderen weitergibt, nicht halten. Denn hier war der SV Wilhelmshaven ja nicht Mitglied der FIFA und auch nicht unmittelbar Mitglied des DFB, sondern nur Mitglied des Norddeutschen Fußballverbandes, der dann seinerseits wieder im DFB Mitglied war. Also ganz schön viele Ketten, ganz schön kompliziert, aber naja, mit einem Lächeln und weinenden Auge sehen die SV Wilhelmshavener das Ganze jetzt. Sie haben zwar einen Anspruch, wieder raufzukommen, aber wie der jetzt realisiert wird, das steht in den Sternen. Und wenn wir es erfahren, posten wir es hier auch wieder auf YouTube mit einem neuen Video. Einstweilen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.